Ja, herzlichen guten Tag. Mein Name ist Karl Mühlner. Ich bin Geschäftsführer der Damovo. Wir sind ein mittelständischer Systemintegrator, rund 350 Mitarbeiter, Schwerpunkt Deutschland, aber auch noch ein paar europäische Niederlassungen und ein durchaus auch global tätiges Geschäft. Und ich habe einen Kollegen mitgebracht, den Till Maas, der Ihnen gleich zeigt, was es heißt, Systemintegrator zu einem Cloud-Integrator zu migrieren. Wir haben vorhin in einer anderen Session schon mal gerade darüber gesprochen. Und wir haben auch unseren Kunden Sternpartner mit reingebracht. Ich habe heute das Gefühl, wir sprechen sehr viel über Mercedes. Auch das ist ein Mercedes-Haus. Und den haben wir aber sinngemäß dieser Veranstaltung aus der Cloud mitgebracht. Das heißt, Sie dürfen nachher noch ein kurzes Video sehen. Und ich verspreche auch, es ist kurz. Prima, vielen Dank. Damovo, der Cloud-Integrator. Ich stelle ganz kurz das Portfolio vor, mit dem wir uns bewegen. Wir haben eben gerade kennengelernt, gesehen, Cloud-Integration für Systemintegratoren ist ein Geschäft, das sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Verschiedene Cloud-Services kennen wir, die wir quasi wie vorher, wie früher On-Premise-Lösungen sozusagen jetzt zum Kunden bringen können, aber inzwischen sind es Cloud-Services gewesen für Kommunikationssystemintegratoren wie uns auf verschiedenen Arten und Weisen, ob das so ein Video als Kommunikationsstrom ist oder beispielsweise Monitoring-Dienste, die benutzt werden können, um IT-Knoten zu managen. Dazu kommt das Thema Cloud Optimization, um die Kunden zu beraten, wie Planungsoperationsdienstleistungen, Managed-Dienstleistungen hier erbracht werden können und dann eben zum Schluss das ganze Thema zusammenzubringen, damit man alles zum Schluss auf einer Rechnung vorfindet beispielsweise. Wir haben die Firma Sternpartner als Kunden gewinnen können, uns mit diesem Kunden beworben. Die Firma Sternpartner ist ein norddeutsches Autohaus, was Ihnen vielleicht auch bekannt ist, wenn Sie aus Niedersachsen kommen, mit Sitz in Uelzen, hat 14 Filialen in Niedersachsen und ein einigermaßen großer Arbeitgeber hier mit 70.000 Werkstattdurchgängen im Jahr. Dieser Kunde hatte Anforderungen in Bezug auf die Versorgung von Mitarbeitern, von Besuchern erst einmal mit Wireless LAN. Kunden wollen dort ihre Wartezeit überbrücken. Das Ganze muss natürlich möglichst administrationsfrei über die Bühne gehen, weil die lokalen Mitarbeiter vor Ort in dem Autohaus sind weder IT-affin, noch wollen sie mit administrativen Vorgängen aufgehalten werden. Des Weiteren geht es darum, den Verkaufsbereich zu unterstützen. Heute sieht ein Verkauf anders aus als noch vor 2-3 Jahren. Beratungsmitarbeiter sitzen mit Ihnen als Kunden im Fahrzeug und wollen dementsprechend das Auto gleich durchkonfigurieren. Sie schauen sich das auf virtuellen Umgebungen an und gehen gleichzeitig, haben Sie die Möglichkeit, dann eben auch schon direkt den Vertrag möglicherweise auszudrucken, zu sehen, was das Ganze kostet und brauchen dann nicht mehr, das noch am Arbeitsplatz direkt zu machen. Das heißt, auch hier gibt es Anforderungen. Der Kunde wollte weiterhin seine Prozesse vereinfachen, zum Beispiel in der Störungsannahme, um eben gleich zu sehen, was ist an dem Fahrzeug notwendig, was muss dort gemacht werden, Ersatzteildisposition und so weiter und dort inzwischen auch drahtlose Endgeräte, iPads und so weiter zu nutzen. Und im letzten Anforderungen ging es darum, diese Servicegeräte, die in den Werkstätten verwendet werden, auch direkt eben drahtlos anzubinden und entsprechend Diagnosemöglichkeiten in die Systeme zu überspielen. Der Kunde hat sich hier für eine Cloud-Managed-Infrastruktur entschieden, die wir hier mit ihm integrieren konnten. Ganz normale Kisten, wie Sie sie aus der Infrastruktur kennen, ob das nun Wireless Access Points sind oder Switche, Router, Firewalls und Mobile Device Management Infrastrukturen. Das ist aber nicht das Besondere, weil das sind ganz normale Kisten. Das Besondere ist die Plattform, die all über dem ist, denn Sie gehen gar nicht mehr auf die Geräte drauf, um dort über irgendeine GUI Konfiguration vorzunehmen, sondern das Ganze findet in der Cloud statt. Sie legen sozusagen einmal einen Standort an mit all den verschiedenen Geräten, die da drunter sind, kopieren das nur noch, sagen, okay, ich habe jetzt einen zweiten und diesen Standort, der existiert dann in dem Portal, wird aktiviert und gleichzeitig werden alle Geräte, die dann eben diesem Standort zugeordnet werden, automatisch provisioniert und konfiguriert. Eine erheblich einfachere Aktion, als wir das früher gekannt haben. Das heißt, die Implementation dieser Geräte ist viel, viel einfacher als vorher. Sie nehmen sie einfach nur, übergeben sie dem Versender, die tauchen auf, entsprechend in der Cloud, wird angemeldet und in dem Augenblick sind die aktiv.
ja, und ausgerollt. Das heißt, für den Kunden ergeben sich erhebliche Vorteile in der Implementation, im Rollout. Das Ganze passiert natürlich über verschlüsselte Verbindungen, das ist vollkommen klar. Und damit ist ein Betrieb dort sichergestellt. Sie sehen hier schnell, dass das ein Vorteil ist, der sich für Mittelständler direkt ergibt. Natürlich ist die große Frage, wie können solche Dienste, die für Endkunden ausgerollt werden, wie hier zum Beispiel ein Network-as-a-Services-Dienst, also ein Infrastrukturdienst, mit anderen Diensten verheiratet werden, beispielsweise mit einem Monitoring-Dienst, aber auch mit all den anderen Diensten, die sich hier in der großen Cloud bewegen. Dafür sind wir ja Systemintegrator. Wir bringen das Ganze zusammen auf einer API-gesteuerten Art und Weise natürlich. Gut, damit bin ich schon fast am Ende. Wir sehen hier auf dem Foto den Herrn Fabian. Der Herr Fabian ist IT-Leiter bei Sternpartner und sagt uns am besten mal selber, per Cloud, wie du es eben schon so schön gesagt hast, was der Vorteil dieser Lösung ist für ihn. Mein Fazit ist, dass ich zunächst sehr skeptisch an eine Cloud-Lösung für Netzwerktechnologie herangegangen bin, aus Sicherheitsbedenken unter anderem auch. War dann aber sehr überrascht, wie einfach und schnell man die Infrastruktur ausrollen und in Betrieb nehmen konnte. Und ich habe meine Meinung zu dieser Cloud-Managed-Lösung total geändert und bin wirklich froh, diese Lösung im Einsatz zu haben, weil sie sehr viel Spaß macht und wirklich einfach zu bedienen und zu handeln ist. Ja, vielen Dank. Network as a Service, Monitoring as a Service, das ist sehr infrastrukturgetrieben. Wir suchen ja heute eigentlich eher, ich sag mal, wirklich innovative Geschäftsmodelle und wie sozusagen auch solche gesponnen werden können. Klar ist das wichtig und sicherlich auch für so einen Servicetechniker spannend und für die IT auch, wenn sie sich auf den Pfad der Cloud begibt. Mir fehlt so ein bisschen das Innovationspotenzial, was sich jetzt hieraus ergibt. Das ist für mich jetzt nicht so richtig rausgekommen aus der Lösung. Also der wirkliche Benefit, ein bisschen schwierig für mich an der Stelle. Kann ich verstehen, weil die Herausforderung liegt ja gerade beim ganzen Cloud-Geschäft, dass man verschiedene Clouds miteinander in Verbindung bringt und das Ganze in ein Service-Modell einbindet. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber diskutiert, was ist diese neue Rolle? Und da liegt die Innovation, weil Sie müssen die Konnektoren zu den unterschiedlichen Cloud-Services darstellen. Sie brauchen einheitlichen Service-Level und Sie brauchen gerade bei diesem Mittelstand immer eine Gesamtverantwortung. Wenn irgendwas dort nicht geht, wer ist dann für verantwortlich? Ich glaube, diese operative Ebene der Cloud-Verantwortung ist etwas, was vernachlässigt wird und letzten Endes dazu führt, dass sich die Cloud im Mittelstand nicht schnell genug entwickelt. Und da haben wir zumindest unseren Markt gefunden. Ich glaube, wir sind Cloud-Treiber in dem Ganzen. Ist das innovativ? Ich glaube, für ein Systemhaus oder einen Systemintegrator ist es extrem innovativ. Vielleicht im Sinne einer neuen Art, wie man Consumer-Apps macht, nicht unbedingt. Aber der Kunde hat ja auch hier für sich selbst gesprochen. Ja, ich möchte es eigentlich auch von meiner Seite her nochmal unterstreichen. Ich glaube, gerade die traditionellen größeren Autohändler in Deutschland sind ziemlich konservative Mittelständler. Und ich sehe eigentlich das Gesamtbild dieser Lösung. Und das ist so der Schritt auf die Digitalisierung eines traditionellen Automobilhändlers. Und ich glaube, da ist schon eine ganze Menge Innovation drin. Denn Sie haben ja begonnen, eigentlich sämtliche wichtigen Facetten dieses Unternehmens abzudecken über unterschiedliche Services. Sie sind private gegangen, Sie sind public gegangen, Sie haben unterschiedliche Services genutzt. Ich finde eigentlich den Ansatz sehr, sehr gut. Und ich meine, wir sind immer noch ein Autoland und von diesen Menschen gibt es eine ganze Menge. Und ich wünsche Ihnen da viel Glück und Erfolg. Danke. Ja, also ich kann mich in dem Fall auch nur anschließen, also von der Sinnhaftigkeit dieses Vorhabens, weil wir haben auch mit vielen Autohäusern zu tun. Wir sehen wirklich, dass das eine ganz andere Stufe der IT noch ist, die man da vorfindet. Deswegen, also Heiko, in dem Fall würde ich auch sagen, für diese Zielgruppe sicherlich sehr innovativ.
das, was dort gemacht wird. Und sicherlich auch bahnbrechend in puncto Service. Also was mich interessieren würde, wie Sie dieses Modell jetzt auch versuchen, auf andere halt auszurollen. Das ist jetzt mit dieser Stern-Partner-Gruppe gemacht worden, aber das macht ja auch Sinn, durchaus das jetzt als Best-Practice-Case zu nehmen und zu sagen, dann machen wir einen Standard draus und rollen das auch auf andere aus. Wie ist da die Planung? Also das ist wirklich nicht der einzige Kunde, den wir da haben dementsprechend. Also wir haben inzwischen mehrere Kunden schon gewinnen können, auch größere Kunden. Nur das war jetzt natürlich ein besonders schöner Case, einfach darstellbar auch. Insbesondere auch mit der Kopplung verschiedener Cloud-Services zusammen als Systemintegrator. Und insofern ist das kein Einzelfall, sondern davon gibt es viele. Ja, von meiner Seite auch. Es steckt nicht viel Innovation drin, aber ich glaube, es ist eine gute Grundlage, für Innovation zu schaffen, um halt auch dann wieder über das WLAN, über mobile Endgeräte auch den Kunden wiederum dann einen echten Mehrwert zu bieten und nicht nur WLAN. Ne, also da ist vielleicht auch nochmal Ihre Aufgabe, vielleicht auch da ein bisschen mehr Business Enablement für dann diese spezielle Industrie zu liefern und zu sagen, okay, damit und damit kannst du deine Kunden auch nochmal, kannst du eine bessere Kundenbindung im Geschäft, also im Point of Sales kreieren, schaffen. Das war genau das, was ich eigentlich sagen wollte. Aber nur mit dem Mikrofon. Das hat mir einfach nur gefehlt. Ne? Also dann, was kann jetzt dadurch passieren? Ne? Ja. Was kann er mit dem iPad jetzt da anstellen? Ja, also tatsächlich gibt es Mehrwerte, die ich jetzt nur nicht weiter darstellen konnte. Es geht um das Mobile Device Management. Geräte gehen sonst verloren. Aber genau. Vielen Dank, meine Herren. Sie sind ja noch eine ganze Weile hier und ich denke, da können noch einige Fragen geklärt werden.